Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 6. Ja, wir kämpfen noch immer gegen Simmons. Woppala. Liegt es da etwas, das ich wissen sollte? Ja. Das werden wir noch rausfinden, ob es da was von Belang gibt. Oh Gott, ne. Ah, du Dreckschwein. Ey, ich bin ausgewichen. Was soll das? Komm, brenn mal ein bisschen, du Arsch. Schießt ja in deine Lunge. Oh, nicht schon wieder. Komm schon. So, erstmal drei Pilzchen und schon geht's uns wieder. Töfte. Ah, triff halt. Das war genau in den Schädel. Mein Freund. Ja, das finde ich gut, dass der die Zombies umrennt. Au, aber nicht mich, bitte. Nicht. Ey, darf ich mal aufstehen kurz? Danke. Mal eben kurz aufstehen. Oh, komm schon. Der pflockt mich jetzt halt hier die ganze Zeit. Was soll denn das? Wow. Ja, ich hätte mich vielleicht ducken sollen. Ich weiß. Geht aber auch so. Eieieiei. Hör doch auf, mich immer mit deinen Knochen zu beschießen. Das ist voll widerlich. Das ist voll ekelhaft. Nein. Komm, steh auf. Jetzt rennt er halt nur noch hin und her, oder was? Willst du mich verarschen? So, erstmal nachladen, Kumpel. Moin. Uiuiuiui. Dankeschön. Man dankt. Boah, jetzt kriegst du aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul, Simmons. Von Ada. Ja, Mann. Und... Bam. Du Arschgesicht. Nein, mach das nicht. Warum das denn? Lässt du Leon in Ruhe? Boah. Du Arsch. Der hat einfach mal Leon hier rumballert. Ja, mach doch. Du Schweinebacke. Boah, jetzt gibt's auch die Schnauze. Na. Na. Oh, toll, jetzt muss er natürlich wieder mutieren. Wow. Nachladen, komm. Nachladen, danke. Und, reicht das schon? Nö, reicht natürlich nicht. Bams. Oh, verdammt. Verdammt, 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 schnell weg. Okay. Wow. Das ist so eine Sau, eine Blöde. Oh Gott, nee. Leon. Du Arschclown. Jawohl. Bringt halt nichts. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Oh ja. Alles etwas verwirrend für dich, was, Leon? Amüsant, dich so zu sehen. Ada!
Sie ist halt schon eine coole Sau. Ach ja, die liebe Ada. Also wenn das mal nicht irgendwie jetzt einer Ada würdig war, diese Kampagne. Ich weiß ja auch nicht. War zwar recht kurz, aber es geht noch weiter. Ja. Bringen Sie die Dinge zu einem Ende. Das tun wir doch. Wie bedächtig sie da durchläuft. Also, hier hat Carla ihre Experimente durchgeführt. Schauen wir uns mal genau um. Es könnte irgendwo was versteckt sein. In dem Falle leider nicht. Schade. Na gut. Dann hau mal in die Tasten. Oder so. Wieder ein Misserfolg. Bringt mir eine andere Testperson. Was glaubt ihr, warum wir dieses Labor hier errichtet haben? Geht nach draußen. Da stehen tausende Testpersonen zur Auswahl. Sagt Simmons, wir sind beschäftigt. Ich stehe kurz vor der Lösung. Aha. Verweigert ihr meine Befehle? Du warst es, der mich als Testperson gewählt hat, oder? Nein! Nein, es war Simmons! Er hat mich gezwungen! Tun Sie das nicht! Ob du es glaubst oder nicht, das sagte ich auch. Okay. Ja, ich bin jetzt schon weitergegangen. Ich weiß, ich hätte mir das vielleicht noch fertig anschauen sollen, aber naja. Ich will wissen, was das ist. Mitleid ist ihr Fehl am Platz. Ein für alle Mal. Ein Auftrag? Klar, bin gerade frei geworden. Einfach nur gut, Leute, einfach nur gut. Ja, das war Adas Kampagne und damit auch Resident Evil 6. Naja. Mich hätte nur interessiert, wer jetzt zum Schluss aus diesem Kokon gekommen wäre. Wahrscheinlich nochmal eine Ada oder vielleicht ein zweiter Simmons. Das können wir alle für uns selbst entscheiden. Ich würde auf jeden Fall sagen, hiermit ist das Let's Play quasi beendet. Mal sehen, ob ich noch in die Söldner reinschauen werde. Kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Vielleicht kommt hier noch ein kleines Video dazu. Mal gucken. Naja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne einen Daumen hoch auf das Video. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und ich sag schon mal, ich bin der Bro, haut's rein, tschö tschö. Ganz vergessen, nicht abschalten, ich denke mal, es kommt noch was. Also, bleibt noch kurz dran.
hatten eine Abmachung. Halten Sie Ihr Versprechen.